3 Minuten vor der Pause dann ein Foul, das nicht einmal mehr mit dem Namen Chapuisat zu entschuldigen ist. Der Leidtragende war Lucien Favre, der vom Waadtländer mit dem gestreckten Bein mit den Stollen voraus genau ins Knie getroffen wurde. Selbst in der Hitze des Gefechtes ist dies eine Attacke, die an vorsätzliche Körperverletzung grenzt. Eine erste Diagnose bei Favre ergab mindestens eine Dehnung der Kreuzbänder und wohl erneut eine Pause für den zurzeit glänzend disponierten Servette-Regisseur.